Red mal mit einer österreichischen Regisseurin. Und da ging es, das war so einer dieser, sag mal, episodenhaften, sehr dunklen österreichischen Kinofilme. Ja. So, Böse Zellen hieß der. Okay. Und ich war ein Deutscher, habe einen Deutschen gespielt, der so ein Handelsmensch irgendwie so, der vor allen Dingen in Discos immer auftritt und sich Frauen abschleppte, junge Frauen, und dann sehr harten Sex wollte. Ah. Wo man, so, das war die Spielaufgabe, wo man so sagt, ja, so wie das aussieht. Und dann weiß ich noch, dann war immer so, dann ging es darum, wann denn jetzt endlich diese Sexszenen stattfinden. So, wann wir die machen und wie wir die machen. Und die Regisseurin hat gesagt, nochmal, da müssen wir nochmal ganz in Ruhe reden und so. Und wir haben aber nie geredet. Und dann kam der Tag, wo das stattfand, so, und dann bin ich da hin und dachte, gut, das machen wir irgendwie. Und ich meine Figur hieß Reini. Und das war eine... Der Reini. So, Reini, das ist der Reini. Ja, okay, ja, so. Und dann war, das lag natürlich nah, da war eine unheimliche Anspannung am Set und dann sagte der Tonangler, Reini, steck ihn Reini. Keiner lachte und er wurde das Set verwiesen, wurde gesagt, komm, du gehst raus. So, jetzt konzentriert euch hier, das ist jetzt heute wirklich. So, und dann kam die erste Mädel kam anwesend und die hatte hier alles abgeklebt. Mit Schaumgummi. Ja. Mit Schaumgummi, richtig ja. dick. Entschuldigung, was denkt ihr denn, was wir hier machen? Ja, was wird denn das? Und so. Ja, aber weißt du, also nur, dass du die nicht verletzt und so. Sagt er mir, Entschuldigung, nein, pass mal auf, lass uns das doch anders machen, lass uns das bitte anders machen. Stellt da die Kamera hier hin, okay. Lass die Frau draußen und ich mach das alleine und dann war ich vor der Kamera und dann ich hab mich selber gehauen. Weißt du, so. So, und dann wurde mein Gegenschnitt das leidende Gesicht der Frau. Du, da kommen hinterher Leute zu mir und mir sagt, boah, das war aber harter Szene. Ja, aber so ist es. Also ich meine, das ist ich glaube, das ist eine der kompliziertesten Sachen überhaupt. So mal so, Bettgeschichte ist eigentlich nichts Schönes.